Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und hier ein Replay eingeschickt, so ist es richtig, von Nidromo. Vielen Dank an dich dafür. Nidromo spielt den Conqueror Tier 9 schweren Panzer für uns. Ist alleine, aber ist Top Tier im 8er und sogar 7er Gefecht. Also von dem her ist es natürlich eine schöne Stellung, dass man nur 4 weitere 9er gegen sich hat. Ja, und jetzt sind wir mal wirklich sehr gespannt, was er so drauf hat. Auf jeden Fall schon mal spannend, dass er mit Fernglas und Tarnnetz spielt. Also ich würde mal vermuten, das hat er einfach mitgenommen, dass er irgendwas drin hat. Und nicht, weil er das als klassisches Utensil für diesen Panzer vorsieht. Conqueror eigentlich auch ein schöner Panzer. Rein optisch. So, er fährt jetzt hier Charkov ganz klassisch erstmal die Mitte ab. Da ist schon ein bisschen was auf. Das war eine interessante Aktion von dem 1357. So, ihr seht, also da hinten IS-8, T-34, T-54. Also zwei der 9er hat er hier schon mal direkt gefunden. Und auf die wird er jetzt wohl auch gleich stoßen. Schau mal in seiner Ansicht, was er jetzt vorhat. Schnell, zack, auf die IS-8. 9 Sekunden Reload. Ist ganz in Ordnung. Für einen schweren Panzer. So, IS-3 hat er nicht durchschlagen, aber konnte Gott sei Dank das Haus als Schutz nehmen. Somit hat der IS-3 auch verschossen. Er ist jetzt hier gerade so ein bisschen alleine, aber da kommen welche nach. E-75 ziehen hier nach, also von dem her. Zack. Ja, also schön. Nochmal den IS-3. Und da ist er weg. Macht das jetzt clever. Er overpaced nicht, sondern ganz entspannt. Relaxed. So, jetzt fahrt er hier mal weiter. Will wohl dem T-34 eine verpassen. Zack, mit Auto-Aim und rein. Und zack, weg ist er. Schöner Schaden bisher. So, jetzt wird es dann gleich spannender vom Gegner her. IS-3 und IS-8, beides Panzer mit starken Kanonen. Da steht sie schon und wartet. Jetzt gibt es hier einen kleinen Stau. Ah, schön. Ah, schade. IS-8 trifft leider auch noch gerade. Aber jetzt hat die IS geschossen. Das heißt, jetzt wird hier ein bisschen gepusht. Ah, mit Auto-Aim. Wollte nicht. IS-8 konzentriert sich jetzt nicht mehr auf ihn. Das heißt, er hat jetzt hier. Kriegt er noch? Will er noch einen draufsetzen? Und dann geht er gleich auf die IS-3. Ne? Oh, schön. Auto-Aim, zack, in die Seite. Oh, die IS-3, die guckt hier gar nicht. Ja. Auch nochmal einen. Den lasst er gleich stehen. Da denkt er sich, ist nicht mehr mein Bier. Brauche ich nicht. Machen die anderen. Dafür jetzt hier noch die IS-6. Er selber hat bis jetzt erst einen Hit von der IS-8 abbekommen, also da ist er ganz entspannt. Drückt jetzt hier weiter. Macht ordentlich die Frontsau, das kann man schon so sagen. So, IS-6 dürfte von der. Oh, er kommt sogar durch. Heide Witzka. So. Da ist er abgeprallt. Kleiner Slowdown. So, IS-6 geht jetzt. Ah, schön. Jetzt prallt er aber endlich auch mal ab. Genau, vorne da in die Mitte drauf, da ist der IS-6 verwundbar. Zack. Ja. Da ist auch er weg. ST. STI. Ah, Gott sei Dank steht er gerade gut für ihn. Das sind jetzt hier die drei letzten Spannenden. Der vierte ist auch gerade tot. Also jetzt hier die. Der Rest des Gegnerteams. So, ST hatte jetzt da einen verpasst, aber er konnte direkt zurücksetzen. Nein, es war der VK. Seht es mir nach. Oh, weg, weg. Ja, sehr, sehr schön. Der war wichtig.
Ah, der VK, jetzt ist es. Ah, schön, er zeigt auch ideal die Seite des Helms. Besser geht's in dem Augenblick nicht. Jetzt darf er nur nicht treffen. Ja, mach ihn! Ja, dann nimmt er ihn raus. Sehr nice gemacht. Ganz, ganz schön. Und jetzt der Prototyp, der ist. Ja. Easy. Zündet ihn noch an und hat automatisch einen Feuerlöscher. C-Fix. Wahnsinn, dass er da den noch hat. Komm schon, schnell, schnell, bevor er dreht. Ja, nice! Gemacht. 4 Kills, 6300 Schaden. Und das gerade mal in knapp 5 Sekunden. Ja, sehr schön. Nitromo, hast du gut gemacht. Panzer schaut gut aus. Vielleicht auch mal was für mich für die Zukunft, weiß ich nicht. Sagt mir nochmal eure Meinungen zu dem Panzer. Ich bin sehr gespannt. Bis bald. Euer Alcaramba.